Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Captain of Industries. Ja, ich habe gleich was in der letzten Folge falsch kombiniert. Auf jeden Fall glaube ich so, weil Kaio-Schutz hat mir gesagt, ich soll aufpassen, dass ich irgendwann halt Probleme kriege, wenn ich kein Uran mehr habe, dass die Mockstäbe mir ausgehen. So, und dann hat er mir natürlich erklärt, wie es von seiner Sicht am schlausten ist. Finde ich mega cool. Ich muss ihm heute noch antworten, weil ich muss vorproduzieren, weil ich bin das Wochenende nicht da. So, also das Wochenende vor dieser Aufnahme, also vor der Waffe, das letzte Wochenende, was bei euch jetzt war, was bei mir noch davor ist. Ist wurscht. auf jeden Fall wollte ich nie nur auf Mockstäbe umstellen. Ich hoffe, ich habe das nicht irgendwie falsch ausgesprochen in der letzten Folge, sondern die normale Produktion bleibt ja. Und das Uran, was hier drin ist, beziehungsweise die Uranbrennstäbe, da geht ja der Uranmüll, der Atommüll hier rein und wird dann hier verarbeitet. Und hier benutzen wir das, wenn ich mich nicht irre, das Spaltprodukt, das Plutonium, genau. Das hier, die 0,6, die wir hier brauchen, 0,67, dafür, dass wir Mox-Brennstäbe haben. Das wird niemals den normalen Atomreaktor bei uns ersetzen, sondern es wird nur die Möglichkeit ergeben, eine zweite Stufe zu aktivieren in unserem ganzen Prozess. Bedeutet, wir können in dem Fall zum Beispiel den Atomreaktor 2 hier nutzen, um weitere den Müll von dem normalen Atomreaktor nutzen, um Mockstäbe zu produzieren, mit denen wir nochmal Strom produzieren können. Also Dampf im Grunde und dann daraus Strom. Es wird niemals den Grundprozess ersetzen können, weil genau wie es Kaio auch geschrieben hat, würden wir uns die Ressource fehlen, um diese Mockstäbe zu produzieren. Es ist nur eine Weiterentwicklung, ein Weitergang. Und deswegen können wir den ja nicht mit ersetzen. Ich hoffe, ich habe da nicht irgendwo was falsch reininterpretiert. Genau. Und grundsätzlich scheint es ja ganz gut zu laufen. Wir laufen jetzt auf der Leerproduktion. Was bedeutet, bei uns wird sich Uranerz ansammeln. Oder das ist eh schon bummvoll. Die Kollegen werden aber gleich trotzdem den Rest noch produzieren. Genau, das ist nur die Flüssigkeit, die wir so oder so brauchen in dem Fall. Also auch gut so. Aber bedeutet, aktuell laufen wir komplett auf recycelten Ressourcen quasi. Außer vielleicht dem Fluorwasserstoff, der muss natürlich produziert werden. Du kannst ja nie aus einem hundertprozentigen Cycle leben. Du musst immer geben, nehmen machen. Das funktioniert bei Energie nicht, das funktioniert nirgends. Also ist es natürlich klar, dass das hier auch nicht funktionieren kann. Aber wir sind auf dem richtigen Weg. So, jetzt kommt hier. Und wir sind ja trotzdem schon nur noch unter einem Tank. Bedeutet, wir sind ja auf dem richtigen Weg, die Kombi hier zu machen. Und das finde ich super, weil wir haben jetzt hier schon alleine 123 Mockstäbe. Und wir werden wahrscheinlich den hier auch schauen, dass wir ihn leer machen und hier dann verkippen anfangen. Das Ganze. Aber wir sind jetzt grundsätzlich schon mal gut. Außerdem habt ihr mir ja auch gesagt, und das ist jetzt leider blöd gelaufen mit den letzten Aufnahmen, deswegen ist es jetzt über eine Woche verschoben. Hier gibt es diesen schönen Button automatisch regeln. Finde ich super, das Ding. Das braucht... Was? Das braucht 12... Was? Braucht 12 Teraflops. Ups. Aber gut. Diese 12 Teraflops gebe ich gerne auf, weil es aktuell, wenn... brauche ich die ja nicht unbedingt. Ich habe 136 Teraflops aktuell frei. Die werden noch voll werden, ohne Frage. Aber aktuell regelt jetzt sozusagen das System für uns diesen Atomreaktor und wir müssen uns darum nicht mehr kümmern. Wir haben 40 Uranbrennstäbe allein da auf Lager und haben 400 noch im Backup. Holy shit. Wie viel verbrauchen wir jetzt eigentlich? Wir verbrauchen jetzt 2. Produzieren tun wir 3. Wait. Wir produzieren immer noch einen mehr? What? Holy shit. So, unsere Kohle wird langsam mal zur Abwechslung leer. Das ist auch mal was Neues. So, was machst du? Warum? Warte mal, hä? Warum förderst du von hier nach da?
So, schau mal, wir geben denen jetzt hier wieder ein bisschen Auftrag, weil sonst ist das hier Ressourcenverschwendung an Arbeitskraft. Das wollen wir natürlich auch nicht. Wir haben ja genug Kohle hier zum Abbauen. Aber es ist gut zu sehen, wo fährt er das jetzt hin? Er verkippt es schon, ne? Ja. Guck mal, die verkippen das schon. Und ich hoffe, das ist nicht schlecht, aber ich glaube, das sind ja nur sozusagen Reste, von daher eigentlich tendenziell relativ wurscht. Es wird aber uns helfen, hier noch das zu verkippen, während wir hier vorne anfangen, unsere komplette Front zu verkippen. Die Kollegen sind bummvoll. So, warte mal. Ihr seid Mitglied immer noch des Turms hier vorne. Und habt da den kompletten Auftrag hier. Guck mal, wir werden jetzt aber den Bereich anpassen, damit ihr ja nicht mit denen kollidiert. So, und werden dann aber auch hier die Grabeaufträge löschen, damit hier keine Verwirrung drin irgendwo herrscht. Und geben dann noch die weiteren Verkippaufträge aus. Das Gute ist, das ist hier alles ein bisschen höher gelegen. Bedeutet, wir können das hier vergeben ohne Probleme. Dass wir das Ganze hier vergeben können. So. So, schön. Jetzt kippen wir dann wirklich nicht alles voll, weil selbst leider in diesem Spiel ist diese kleine Pfütze auch gefährlich. So, und dann können die das hier erstmal alle verkippen. Da haben sie jetzt ein bisschen zu tun, aber wir sind ja schon gut dabei. Das schon mal ohne Frage. Haben die nichts mehr zu verkippen, aber warum bleibt ihr so still stehen? Ne, hier ist genug drin. Gehört ihr zu keinem? Gehört ihr zu keinem Gerät? Doch, hoffe ich schon. Ich hoffe doch mal. Ich werde das Limit runtersetzen. Und hoffe, dass die Transporte doch ein bisschen reichhaltiger sind hier am Ende. Aber vielleicht, weil ich die großen LKWs ein bisschen abgeladen habe. Oh, jetzt sind wir schon wieder am Limit. Und das könnte natürlich für unsere automatische Anlage problematisch werden. Ich kann nicht, weil wir haben nichts frei. Aber dann, wenn das jetzt so voll ist, kann ich doch hoffentlich für eine Zeit wenigstens dich wieder aktivieren. Weil jetzt laufen wir doch schon auf 2. Jetzt sollte das doch hoffentlich nicht so massiv sein. Einer von euch produziert 3, du brauchst 6. Wir schauen mal. Der soll uns einfach warnen, melden, wenn unter 25%. Als ob das bei mir funktioniert. So. Jetzt schauen wir mal hier noch die Anlage, weil die hat ja Probleme gemacht, weil immer der Mais voll war. Ich glaube, dass das jetzt aktuell relativ gut läuft. Das schaut aber aktuell echt nicht schlecht aus. Von allem. Wir schauen hier gar nicht unübel aus. Lichtbogenöfen 2 haben wir gerade erforscht. Darüber haben wir auch schon letztens in den Kommentaren geredet. Weil das uns ja auch wieder ganz neue Möglichkeiten eröffnet. Wo ist er denn wieder? Hier hinten sind wir. Und der Lichtbogenofen 2 ist hier. Weil der natürlich auch bestimmte Prozesse wieder verschnellert. So, sind wir jetzt gerade am Forschen. Mikrochip-Produktion 2. Genau, und danach kommt Montage Robotisch 2. Und dann sind wir schon, holy shit, auf einem sehr, sehr spannenden Weg, Leute. Auf einem sehr, sehr spannenden Weg. Genau, und hier kommt dann der schnelle Brutreaktor. Hier wird es dann noch ein bisschen komplizierter wie jetzt. Aber ja, und da kommen wir. Wir sind so kurz vor den letzten Erforschungen. Das ist eigentlich schon so ein bisschen creepy, würde ich sagen. So, genau, wir hatten ja hier auch das letzte Mal das Problem. Wir haben den Schlamm. Und den müssen wir noch verarbeiten. Ah ja, genau, da wollte ich hier was machen, ne?
Aber haben wir jetzt aktuell gerade so ein Schwefelproblem? Ich hoffe mal nicht. Weil Schlamm müssen wir noch verarbeiten, aber damit können wir vielleicht uns ein bisschen autonomer für den Rest wiederum machen. Aber wir sehen ja ewig gut, dass hier mit der Verkippung vorangeht. Das könnte uns vielleicht dann hinten auch helfen. Wollen wir die Projekte ein bisschen umplanen. Weil dann werden wir das hier anebnen an dieselbe Höhe und dann sollte das hoffentlich passen. Wie viel haben wir, Server? Nicht genügend. Leider nicht genügend. Vor allem braucht er ewig für 3 Server. Das ist leider das Problem. Wir schwanken halt immer sehr stark an dem, was wir machen können. Und jetzt sind wir wieder so ein bisschen über ein Limit. Einen Server erhöhen. Wir brauchen halt jetzt allein schon für die Anlage 2 Megawatt. Das ist halt trotzdem immer noch ordentlich für uns. Aber das Ding macht halt 96 Teraflops, das macht schon 26. Die zwei da hinten machen jeweils 8 Teraflops. Irgendwie eigentlich lustig zu sehen, ne? Bitte was? Der hier braucht fast 2 Megawatt. So, lasst uns mal das kurz durchgehen. Der braucht 2 Megawatt und produziert insgesamt 96 Teraflops. Der Freund hier hinten braucht 2 Megawatt für 5 Teraflops. Also er braucht das Zehnfache mindestens an Energie. Holy shit. Wisst ihr, dass wir mit 4 Megawatt anfangen können? Viel. Viel, 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 viel. Wie viel kostet einer von euch? 200, warte mal. Jeder von denen braucht 200. Sind 400, sind 800, also fast der ganze Teil hier. Ne, warte mal. Die ganze Anlage kann fast von einem dieser Sachen runterfallen. Also, wenn ich die beiden aktiviere, brauche ich ein bisschen mehr, wie die zwei zusammen brauchen. Und brauche halt mehr Hirnleistung. Klar, das ist natürlich die Sache, die brauchen 3 Teraflops, aber das können die nicht mal für denselben Strom leisten. Das kann der andere locker. Wir brauchen Server. Viele, 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 viele Server, meine Freunde. Viele, viele, viele Server. Ich sag's euch. So, und hier hinten wird jetzt der ganze Gift verkippt, oder? Ne, nicht mal. Aber wenn ich jetzt sage, ich will die Hälfte hier raus, dann hoffentlich schon. Beim Mockstäbe, holy, haben wir jetzt auch schon echt viele. Vielleicht sollte ich doch einen zweiten Mockslager schnell anschaffen. Mal so auf die Schnelle. Naja, das ist aus. Warum wollen die jetzt da importieren anfangen? Aus. Genau, so sollte es sein. Sie können es jetzt gerne aktuell verkippen, weil die Masse können wir nicht gebrauchen aktuell. Und ich kann wohl, das will ich jetzt mal gucken. Priorität, was macht es hier? Allgemeine Priorität für Arbeitszuweisungen, Strom, Wartung und Einigkeitsverbrauch. Aber bringt sich das jetzt was für dafür, dass wenn ich den anderen ausschalte? Also klar, ich sollte wahrscheinlich die genauso stellen wie den Rest auch. Bedeutet, die haben immer die höchste Priorität und dann gehen wir runter. Da habt ihr schon vollkommen recht. Ich glaube, ich müsste immer das auch so einstellen, dass das hier... Weil sozusagen, dann werden die zuerst priorisiert, wenn es um irgendwas geht. Sechs. Jetzt muss ich bloß selber aufpassen, dass ich mich hier nicht verklicke, weil das ist jetzt wieder die große Gefahr, dass man hier in Standby geht, während ich das hier mache. Und, nein, nicht 9. 9 sind wir schon. Obwohl es vielleicht auch nicht doof gewesen wäre, die 1 höher zu platzieren insgesamt. Bedeutet, grundsätzlich sollten die jetzt immer die Hauptprio kriegen, während die dann sozusagen immer niedrigere Prio kriegen, egal um was es geht. Rein logisch gedacht.
So, und den leeren Sitz immer weiter aus. Bedeutet, das hier vorne wird immer weiter verkippt. Und ich hoffe, dass das nichts irgendwie auf die Gesundheit Auswirkungen hat, oder? Verschmutzung durch Fahrzeug ist halt immer noch brutal. Und Luftverschmutzung auch. Wasserverschmutzung ist auch wieder ordentlich. Das hatten wir schon mal besser. Wollte gerade sagen, wo fahren die zur Hölle hin? Aber nein, die fahren schon richtig. So, der hat wieder... Oh, guck mal, der hat wieder ein paar Server für uns. Das ist wieder so... Ah, nee, du bist der volle Server. Ja, warum ist gerade die Serverzahl gesunken? Oh, gerade nicht genug für den nächsten. Schade. Und jeder von den Servern kann dann wiederum 2 Teraflops gleich produzieren. Ah, du siehst ja, hier sind 40 kW für 2 Teraflops. Bedeutet, um auf 8 Teraflops zu kommen, brauchen wir 160 kW. Im Vergleich zu 2 Megawatt ist das übel. Das Gute ist, du kannst sie wieder rausnehmen, woanders reintun. Das ist eine geniale Sache wiederum. Oh, guck mal, wir können noch einen. Ich fahre gerade voll auf die Server ab. So. Ah, die kosten auch extrem viel Wartung. Das ist wahrscheinlich der andere Nachteil wiederum, weil Wartung 3, guck mal, die brauchen 31 alle 60 Sekunden. Wie viel produzieren wir? 180. Also die fressen schon einen großen Teil unserer Wartung 3 gerade, die Server. Aber sie sind halt auch einfach wichtig. Aber ich glaube, wir sind jetzt aktuell in einem guten Bereich, wo wir fürs Erste überleben können ohne Probleme. Weil ich glaube, wir kommen nicht auf die 42 aktuell, 142. Und das Lager wird sogar gar nicht leerer, das finde ich gut. Bedeutet, wir können jetzt einfach Stück für Stück Server erstellen lassen und dann umbauen, erweitern und rausgeben. Weil wenn wir die Anlage hier unten fertig haben, können wir ja eh grundsätzlich mehr produzieren und dann auch mehr Wartung rausgeben. Bedeutet, wir haben wieder mehr Headroom für Servertechnologien. Aber bedeutet auch wiederum, der Sir-Freund hier sollte jetzt nicht mehr ausfallen, wenn er überlastet ist, sondern zurückfahren, Pause machen und dann wieder hochfahren. Er sollte aber immer versuchen, an so ein Maximum zu kommen, sozusagen. Warum haben wir... Ah, nee. Leute, kurzer Herzinfarkt. Ich habe das falsche Lager angeklickt, aber dachte, wir haben kein Uran mehr. Oh, da wäre beinahe keine Atombombe gekommen, du. So, ich bin jetzt auch gerade beim Gucken. Nee, aber rein theoretisch müsste das System ja komplett Sinn ergeben, oder? Wenn hier nichts mehr durchkommt, schiebt das hier rein. Und wenn dann hier zu wenig fließt, dann schickt das wieder hier rein. Eigentlich logisch müsste es funktionieren, oder? Eigentlich schon. Eigentlich schon. So, und die Anlage sollte ja mittlerweile eigentlich den Großteil machen. Ich würde gerne den Teil bauen. Ganz, ganz ehrlich, ich würde nicht den gerne bauen und den da drüben abreißen. Um halt Ordnung wieder reinzukriegen. Ich will das trennen, ich finde das katastrophal. Also das, es war ein schöner Anfang, ganz ehrlich. Aber ich will das hier drüben haben. Und ich hoffe, ich kann es jetzt bauen. Schau, wir bauen erstmal hinten die Anschlüsse. Weil ich glaube, ich sehe... Nee, das ist wurscht. Was sehen denn meine Äugchen da? Was ist denn da passiert? Also, das muss gar nicht angeschlossen sein. Ups. So, dann bauen wir den mittleren Teil durch. Dann bauen wir den Teil durch. Und dann machen wir das und das. Und derzeit haben wir zu wenig Mitarbeiter. Hoppala. Hoppala. Aber wenn ich drüben 2 abreiße, sollte das doch absolut kein Problem jetzt mehr sein. Nee, ihr kriegt mehr Wasser. Die Prio liegt jetzt... Ah doch, ich muss auf euch die Prio lassen. Aber was ist, wenn ich die Prio hier ausschalte? Was passiert dann? Kommt es zum Stocken? Jetzt bin ich gespannt, Leute. Ich sehe das eine immer nur zwischendurch leer werden. Kommen wir jetzt noch im Stocken mit der Anlage?
Ich kann es mir nicht vorstellen. Wir haben es ja. Haben wir es verdoppelt? Fast verdoppelt. Ah, ich denke, ich kann wenigstens die letzten zwei hier abreißen. Und dann können wir hier schon mal ein bisschen wieder freischaufeln. Gut. Gut, dann haben wir den Teil nicht auch wieder weg. Aber ich glaube eh, dass da nichts mehr großartig passiert. Ich glaube, dass da gar nicht mehr so viel passiert. Weil die Anlage quasi Oh, nee. Oh, nope, nope. Da geht zwischendurch sogar noch was. Aber es kann auch sein, dass das jetzt ist, weil die Kollegen hier anstarten oder weil sich irgendwas staut. Aber das müssen wir jetzt gucken. Staut sich irgendwo was, dass das stehen bleibt? Weil selbst jetzt können wir sagen, wir tun denn die Dampfsteuerung nach hier vorne, machen hier Prio ein und Prio aus. Weil wenn wir sagen, okay, es geht jetzt wirklich auch nicht mehr, dass wir, dass die Leitungen überfordert sind und wir brauchen wirklich zwei Ein- und Ausgänge für jede Seite oder wir brauchen vier Eingänge, dann kann man immer noch sagen, okay, man nimmt zwei Ausgänge und fährt auf jede Seite. Also wir haben mit dem System ein relativ großes Potenzial. Ich mag mal kurz hier gucken, was ist das Problem, wenn diese Anlage nicht läuft? Haben wir zu wenig Throughput für Wasser? Das wäre so eine Sache, die ich mir aktuell vorstellen könnte, weil die natürlich jetzt nicht die Masse gleich produzieren, die wir benötigen. Ich schaue gerade ganz gespannt auf die Kabel. Aber ich wüsste auch nicht, was dagegen spricht, dass ich hier noch eine einen Wasseranschluss einfach dran pumpe, oder? Soll doch komplett wurscht sein. Also auf die Schnelle noch einen Anschluss dran, fertig, aus. Schnell liefern. Mehr Wasser und dann sollte das noch effektiver laufen. Also meine Hoffnung ist gerade, dass diese Anlage komplett ausreicht in Zukunft für irgendwelche Sachen. Ich den Teil abreißen kann, die Sachen begradigen und dann eventuell halt ein bisschen Stück für Stück wieder Umbauten machen kann. So, wir haben neue Flüchtlinge schon wieder erhalten. Ah ne, das ist noch gleich eine alte Nachricht. Gut, wird sich jetzt langsam das Wasser anstauen? Ich hoffe es. Schaut auf jeden Fall langsam so aus, als ob ein bisschen ein Stau entsteht. Ja, es staut sich schon ein bisschen hinter. Also es schaut gut aus. So, schaut gut aus. Der Abfluss ist natürlich auch immer gut gefragt. Der Vorteil ist, wenn halt die Produktion extrem groß wird und wie es aktuell ausschaut, wird hier auch wieder Wasser rausgepumpt. Ja, schau mal, wie das hochtickt. Holy. Solange die Zuflüsse nicht Probleme machen, ist alles gut. Welches Kabel staut sich hier gerade? Warum staust du dich? Oh, deswegen. Hab's Problem entdeckt. Da war ein kleines Durchführungsrohr. So, jetzt. Jetzt sind es ganz andere Maße wieder. Das war viel zu steady für den ganzen Blick. Und das sollte dem Wasser auch die Möglichkeit... Aber schau mal, wir pumpen die ganze Zeit Wasser ab. Wir haben viel zu viel Wasser. Und das hat keine Prio. Warte mal. Nee, warte mal. Das andere Rohr hat auch schon Prio.
Es haben alle Ausgänge Prio. What the hell? Okay. Atomstärke 500, das passt gut. Oh ja, guck mal an. Jetzt bin ich wieder zufrieden. Mockstäbe sind tonnenweise da. Du läufst auch gut. Energiemäßig sind wir unangefochten frei. Und du stehst stabil. Also dich haben wir eher so auf Nachhaltproduktion aktuell. Mikrochips. Ich glaube, da ist gerade meine Flasche beinahe explodiert. Holy. Schön. Jetzt haben wir noch ein bisschen mehr. 148 Teraflops. Das bedeutet, die langsam in Betrieb zu nehmen, wird auch wieder Stück für Stück besser. Weil ich will erst den einen voll kriegen, dann können wir nämlich überlegen, den anderen wieder voll zu machen. Aber schau an. Jetzt ist das Lager wieder leer, weil er wahrscheinlich gelaufen ist. Also die zwei, den können wir eigentlich mal das hier geben. Das kann ich gar nicht bei Elektro. Oh Gott, okay. Das bedeutet, bei denen darf ich das gar nicht machen. Eklig, eklig, eklig. Gut. Was verkippen wir bei dir nochmal? Ach, Kompost, genau. Ah, da haben wir gleich noch Jahrzehnte Zeit, bis das voll geht. Warum arbeiten die aktuell eigentlich wieder so viel unter Volllast? Aber wahrscheinlich, weil ich denen gesagt habe, kippt es da hinten aus. Das könnte ein guter Punkt gewesen sein, warum die gerade durchdrehen. Ich muss denen auch schon wieder Aufgabe geben, aber das ist ja gar kein Problem. Guck mal, wir machen jetzt mal eine Probebohrung. Und schauen, wie tief wir noch gehen können. Wie viel sagt denn eigentlich der Boden an aktuell? Eigentlich nicht mehr so viel. Also ich glaube, das sollte dann schon ans Limit langsam gehen. Aber dann können wir gucken, wie wir am besten die Grabungen weiter durchführen. Wie es am schlausten ist. Weil ich würde gerne direkt am Limit durchgraben anfangen, um zu schauen, dass wir sozusagen das Maximum direkt rausholen. Aber er wartet nur so, ey Leute, ich könnte glaube ich noch mehr holen. Steht ja echt auch, wie viel verfügbar zur Aufnahme herrscht. Wir haben 5000 zur Aufnahme ready, also wir müssen uns gar nicht mehr darum sorgen. Das Material stapelt sich ja auch schon in der Yellow Cake. Die Produktion läuft gerade nur auf Backup, das ist mega geil. Also gerade brauchen wir gar nichts Neues. So. Irgendwas wollte ich gerade noch nachschauen. Ich habe es schon wieder vergessen, ganz ehrlich. Irgendwas hatte ich noch im Kopf. Der Mais wird schon wieder relativ voll. Fällt euch das auf? Du brauchst jetzt mal vielleicht ein bisschen Boost. Was gut ist, wir haben auch viel Ethanol. Habe ich ja eigentlich mal irgendwas umgebaut? Nee. Stimmt, letztes Mal war doch eigentlich das Problem, dass der voll geworden ist, oder? Und deswegen, also, es ist halt nicht so gelaufen, wie es sein sollte. So. Wie schaut es eigentlich hier aus grundsätzlich? Der fährt immer noch von A nach B. Wo ist denn das Schiff? Ich brauche mal ein Schiff, bitte. Der Wald hält aber auch noch, ne? Auch wenn man, also ich glaube, ich habe das Gefühl, mittlerweile kommen wir ans Limit von dem Stück Wald, aber dafür, dass es, sagen wir, schon seit Ewigkeiten existiert, ist es echt nicht schlecht. Ah, ich glaube, das war mal die Umstellungsproduktion oder Versuch, eine Umstellung zu machen. Was mich interessieren würde, was macht hier aktuell noch Probleme? Wahrscheinlich du, weil du bist ein Abgaswaschgerät. Und der produziert halt CO2 und macht Luftverschmutzung gleich mit. Du bist einer unserer großen Umweltverschmutzer hier und du machst mit, weil du machst gleich 15 oder die Anlage alleine macht 39. Gibt's hier eigentlich irgendwo eine Statistik? Das könnt ihr mir mal beantworten. Gibt's eine Statistik, wo ich sehen kann, mit was ich wie viel Einfluss nehme? Weil ich habe ja hier die Gesundheit. Gibt's hierzu eine Chart?
wo ich sehen kann, okay, wie viel Luftverschmutzung habe ich im System? Wie viel geht aus oder wo sind die großen? Weil zum Beispiel die hier machen, oh ja, die machen natürlich auch viel, ne? Die Abgaswäscher sind übel. Aber was kann ich denn sonst aus Abgas machen? Nein, nein, wo, nicht woher ich es krieg, sondern wie es loswert. Das ist eh schon. Nee, warte mal. 60. Doch, das ist niedrig. Wir haben damit sogar reduziert. Weil ich das Dreifache, was sozusagen das wäre, wäre 90 zu 24 bzw. 39. Ist immer noch im Rahmen. Und das andere ist ja nur, wenn du es rauspumpst. Was wir auch nicht mehr machen, weil wir mittlerweile alles in Graphit umwandeln. Apropos, ich muss das da runter in die Graphitanlage kriegen. Und wir hätten jetzt auch Lichtbögen 2 zur Verfügung, um mehr Graphit zu produzieren. Ah ne, um mehr Silizium zu produzieren. Hat der irgendwie Prio an? Wir brauchen keine Prio auf die Eingänge. Die können schön beide produzieren. Aber rein theoretisch können wir den abbauen oder zwischenstecken nur noch als Backup. Da könnte man vielleicht was reinmachen, dass man hier einen Verteiler reinsetzt. Das könnte gehen und dann hier vorne ein Kollegen, der das Graphit reinführt. Weil Graphit haben wir mittlerweile echt viel. Ich tue mal das aber trotzdem direkt aufs nächste Level upgraden, weil ich nicht weiß, wie schnell wir das hinkriegen. Genauso müsste ich eigentlich immer noch den Verteiler für die Reststoffe machen. Dafür muss ich aber die Fläche jetzt eher, ehrlich gesagt, umwandeln. Weil ich glaube, das ist das Nächste, was wir auf jeden Fall angehen müssen. Die Umwandlung des Gebiets in der Gegend, um eine zweite Produktionskette nebeneinander zu bauen. Ja, viel zu tun wieder. Viel zu tun. Viel zu tun. Was haben die noch als Aufgabe? Eigentlich nur noch das Stück, ne? Holy. Wie viel ist denn das im Vergleich? Okay, nope, das macht vielleicht gerade so die Anlage aktuell aus. Also wir bräuchten wahrscheinlich insgesamt das komplette Stück hier. Oder am besten einfach das ausgraben. Dann könnte man hier Produktion, Wasserumwandlung hier ganz drüben, Energie hier drüben und Reaktoren hier. Und in der Mitte eine Straße. Und warum so aufgebaut? Weil ich kann in jede Richtung ausweiten, außer die Produktion. Und da muss ich halt ins Meer reinbauen. Aber Wasser ganz vorne, weil Wasser sozusagen für uns dann die neue Zukunftsverteilung wird. Und dann können wir irgendwann den kleinen Freund abbauen. Wie viel produzieren die eigentlich Wasser? Die können nicht ansatzweise eigentlich so viel leisten, wie wir bräuchten, oder? Das Wasser gleich geht sogar runter langsam. Naja, ist jetzt auch wurscht. Ich fange schon wieder an reinzulabern, obwohl eigentlich die Folge vorbei ist, meine Freunde. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst uns einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.